Ja, moin liebe Freunde des Vampirismus und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part und auch dem letzten Part dieser Aufnahmesession von Legacy of Kain Blood Omen. Ja, wir fahren fort. Neues Dorf, neue Secrets. Ja, das sieht doch schon mal gut aus, würde ich mal sagen. Mal sehen, was wir hier so entdecken können. Kein Secret. Ich dachte, die Dame greift mich an. Aber gut, ich habe jetzt zuerst angegriffen. Kann man das Bett kaputt machen? Oder Käfig oder was auch immer das ist? Kann man nicht. Ja. Können wir die Fenster nutzen? Nein. Ja! Nein. Warum nicht? Ich hatte gerade Hoffnung. Frechheit. Schade. Ich dachte gerade, das wäre ein Secret. Nein, anscheinend doch nicht. Da habe ich mich vertan. So eine Schade aber auch, ja. So eine Schande aber auch. Ach, guck mal, jetzt kommen wir dann sogar in dem Bereich vorbei. Was ist denn hier? Ach, da sind wieder die. Ja, genau. Genau die. Gibt es denn da noch irgendwas, was man einsammeln kann, was es sich lohnen würde, da hinzugehen? Nö. Gut. Dann brauche ich da auch gar nicht hingehen. Aber wir gehen mal in das Haus hier rein. Das sieht nämlich so einladend aus. Ich dachte, der Erste greift mich an, aber nee. Ach, guck mal, da ist wieder eine Theke. Du greifst mich an. Du bist tot. Die Nächste, die mich angreift. Letzter Fehler, Mädchen. Aha. Da ist tatsächlich ein Fass. Da ist auch ein Fass. Ja, komm her. Komm her. Ah, jetzt traust du dich nicht, ne? War klar. Geh mal gleich wieder zurück, Freundchen. Alter, hier sind Items. Das ist unbeglaubenshaft wert. Das ist einfach schön. Gut, jetzt kommen wir wieder zu... Du bist im Weg. So. Werwolfsgestalt. Und rübergehüpft. Ja, Hallöchen. Irgendwas habe ich gerade schon eingesammelt. Den Wirt erstmal aussaugen. Wie es sich gehört. Oh, Magie. Gleich Magie gekriegt. Sehr schön. Nein. Lebegestalt. Nö. Passiert nichts. Hier kann man auch rausgehen. Aber es ist halt kein Secret. So ein Fehler, ein Fehler vom Spiel oder was? Ich weiß es nicht. Gut. Auch alle Items mitgenommen. Kann keinem wieder rüber. Damit es ein bisschen schneller geht. Das Dorf wollte ich nämlich schon ganz gerne fertig kriegen, bevor wir die Session beenden für heute. So. Was haben wir denn hier? Auf meinen Reisen habe ich viel von der Legende um Janus Audran gehört. In diesem idyllischen Dörfchen, Ustenheim, wurde der finstere Gegner geboren. Janus labte sich an den Bauern, bis er schließlich aufgespürt und hingerichtet wurde. Okay.
Dann würde ich mal sagen, gehen wir als nächstes in das Haus hier. Da waren wir nämlich, glaube ich, auch noch nicht drin. Nein, waren wir auch nicht. Die können wir leider nicht kaputt machen. Aber das können wir kaputt machen. Hervorragend. Ah, irgendein Secret? Nö. Nö, keine Secrets. Warum nicht? Mano. Keine Secrets für den Lars. Da können wir definitiv nicht durch. Gut, dann können wir wieder rausgehen. Man entdeckt überall Secrets, gefühlt. Ehrlich. Oder man möchte Secrets sehen, sagen wir es mal so. So ist das viel eher. Bäume brauche ich nicht fällen, das ist einfach nur Zeitverschwendung. Sagte er, und dann stecken da die geilsten Items von allen drin, das wär's. Ah! Nimmst du es bitte auch mit, danke. Hier sind zwei Betten und ein Hochbett. Gehen wir nochmal hier. Oh! Hier ist zu. Nicht für mich, meine Freunde. Nicht für mich. Hier gibt es also ein Secret, so wie es aussieht. Hey, Victor! Die ist aber schnell umgefallen. Hey, Victor! Tja, wie aktivieren wir das? Das ist jetzt die Frage. Na? Ich glaube, ich muss noch mal raus und noch mal rein. Auf jeden Fall denke ich, dass wir das Secret, dass wir hier ein Secret haben. Weil es gibt da einen Durchgang. Einen weiteren. Definitiv. Und nein, das will ich nicht gesehen haben, sondern da war wirklich, das sieht wirklich wie ein Durchgang aus hier. Was soll das sonst sein? Das sieht nach einem Durchgang aus. Die Frage ist nur, wie aktivieren wir es? Das ist die große Gewinnfrage. So wohl nicht. Ne, sollte glaube ich nochmal rausgehen. Nochmal rausgehen, nochmal neu reingehen. Ich habe das Gefühl, dass das mit diesem Tisch zu tun hat. Wenn nicht, dann schreit mir halt weiter voran. Ist auch nicht so schlimm. Und ja, ich benutze den Spruch wieder des Öfteren. Muss auch mal sein. Ich habe das Gefühl, mit diesem einen Stuhl hier stimmt was nicht. Mit dem hier. So, ein weiter rücken. Das war jetzt schon ein zu weit. Ja, das war schon zu weit. Hier ist auf jeden Fall was. Weil ihr seht jetzt doch bestimmt auch diesen Durchgang hier. Das ist ein Durchgang. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Aber wir kommen da nicht durch. Keine Ahnung. Schade. Gut, dann machen wir erstmal weiter. Sonst wären wir gar nicht mehr fertig mit dem Dorf. Okay. Das Haus hatten wir schon. Das Haus hatten wir. Das Haus. Ach, das ist ja nur noch das eine dann. Dann sind wir ja schon durch. Das ist nur noch das Haus hier. Dann haben wir das schon. Oh, es gibt noch eine Magie. Okay. Kleiderschrank können wir nicht öffnen. Warum auch?
Aber ihr seht es auch hier nochmal, ne? Hier ist auch nochmal so eine Tür, die ist offen, da kann man durch. Also, das wird definitiv eine Tür gewesen sein. Was soll es sonst gewesen sein? Irgendwas war es. Durch die Fenster können wir natürlich nicht. Gut, dann sind wir mit dem Dorf durch. Aber ich glaube, so wirklich jetzt noch einen neuen Bereich anfangen, lohnt sich jetzt nicht unbedingt. Auch wenn wir jetzt noch 10 Minuten haben. Ich könnte jetzt höchstens nochmal gucken, dass wir irgendwie in vergangenen Bereichen nochmal was machen. Das könnte ich machen. Ich glaube, hier werden wir wohl nichts mehr machen können, großartig. Nee, also das Dorf haben wir erkundet. Das heißt, in der nächsten Aufnahmesession werden wir dann hier direkt weiter voranschreiten. Ich denke auch mal, dann werde ich direkt in der kommenden Aufnahme dann wieder hier anfangen in dem Dorf. Und von dort aus werden wir dann weitermachen. Aber jetzt werden wir nochmal uns gepflegt auf den Rückweg machen. Ja, ich weiß, ich kehre oft zurück in diese Aufnahmesession. Ich weiß. Ich mache es ja auch nicht mit böser Absicht. Ich mache es halt nur, weil ich gerne nicht, gerne kein Secret verpassen möchte, nach Möglichkeit. Was eigentlich so gut wie ausgeschlossen ist, alleine schon das eine Secret bei dem einen verlassenen Turm. Das wir ja leider nicht mehr mitnehmen können, weil wir kommen da einfach nicht mehr rein. Ich weiß nicht warum. Das ärgert mich sehr, dass wir da nicht reinkommen. Dieser eine Stein hier, ne? Der hat mich ja so irritiert. Aber den können wir nicht bewegen, so wie es aussieht. Weil die anderen, die sind so ein bisschen heller. Die kann man bewegen, aber den nicht. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir vielleicht nochmal eins der vorherigen Dörfer nochmal erkunden. Nach eventuellen Secrets. Oder vielleicht nochmal... Obwohl, nee, das wird sich nicht mehr lohnen. Die Festung des ersten Bosses nochmal erkunden. Aber ich meine nämlich, dass da auch vielleicht noch das eine oder andere Secret vielleicht noch sein könnte. Aber ich weiß nicht. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Nee, das ist der reguläre Weg, ne? Ja, genau, das ist der reguläre Weg. Was hat es mit dieser Einhöhle auf sich? Diese eine Höhle, da möchte ich gerne nochmal hin. Diese eine, da ist eine Höhle. Also die müssen ja irgendeinen Hintergrund haben. Die sind ja nicht einfach so da. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die werden einen Hintergrund haben. Wahrscheinlich öffnen die sich erst, wenn du eine bestimmte Storyline erreicht hast oder was. Ich weiß es nicht. Aber so ohne weiteres werden die wohl nicht da sein. Da seht ihr das. Müssen wir einfach warten, bis es dunkel ist oder was? Dass sie sich öffnen. Man kann leider nicht... Upsala. Man kann leider nicht gucken, was es damit auf sich hat. Aber das würde ich echt gerne wissen, was es mit den Höhlen auf sich hat. Wie man die öffnen kann eventuell. Ob man sie überhaupt öffnen kann. Schön, dass ich das immer jetzt erfahre. Mit dem Werwolf kann man also auch kämpfen. Alles klar. Das wusste ich auch nicht. Ich warte jetzt einfach mal, bis der Mond da ist. In der Hoffnung, dass dadurch vielleicht die Höhle mal aufgeht. Mensch, man findet Sachen heraus. Wahnsinn. Ja, das weiß ich ja. Nee. Öffnet sich leider trotzdem nicht. Schade, ich hätte gedacht, die Höhle würde sich jetzt öffnen, so langsam. Aber guck mal, die ist auch hell erleuchtet, seht ihr das? Das leuchtet richtig hier. Aber es öffnet sich einfach nicht. Und ich wüsste zu gerne, warum nicht. Ob man dafür irgendwie erst einen bestimmten Teil der Story geschafft haben muss oder was? Ich habe keine Ahnung. Aber wir können ja nochmal den anderen Bereich da hinten nochmal aufdecken. Wenn wir schon mal hier sind. Unsere Nebelgestalt haben wir ja. Aber mal gucken, ob wir da vielleicht noch was finden. Ja, da hätte ich mir eigentlich auch den Dings dann sparen können. Ach, wir sind schon da.
Nö, das ist nix. Das ist einfach nur Gebiet. Einfach nur da. Da ist nix. Nix Interessantes. Die Höhle ist auch zu. Da waren wir schon. Ne, nichts Interessantes. Schade. Ich kann ja nochmal gucken, ob die andere Höhle da oben vielleicht offen ist mittlerweile. Glaube ich zwar auch nicht, aber ihr wisst ja, wie es heißt. Glauben heißt nicht wissen. Ne. Ist aber auch nicht hell erleuchtet. Komisch. Ganz, ganz komisch. Oh, oh. Spring bloß nicht ins Wasser, du. Eieiei. Kein will's aber wissen gerade. Gehen wir mal in einen der Häuser rein, damit ich wenigstens noch ein bisschen was tun kann. Vielleicht noch ein bisschen die Magie auffüllen kann oder was. Bevor wir für heute aufhören. Die Geister legen sich ins Bett? Okay, ich nehme die Magie gerne mit. So ist es ja nicht, aber ich wusste nicht, dass sich die Leute, dass sie sich sogar als Geister noch ins Bett legen. Aber gut, wieder was gelernt. Geister behalten in der Legacy of Kane-Reihe einfach ihre alte Gewohnheit. Also gehen sie nachts ins Bett. Okay, alles klar. Interessant. Ja, da war ich echt erschüttert. Ein Totengräber mitten in einem Haus. Da war ich echt erschüttert. Da habe ich gedacht, huch, was macht ein Totengräber hier? Den Friedhof haben wir ja schon auf den Kopf gestellt. Da haben wir ja schon zwei Secrets freigeschaltet. Wir können ja gleich nochmal gucken, wenn wir bei Kains Gruft sind, wie viele Secrets wir mittlerweile haben. Das dürften ja jetzt mittlerweile vielleicht ein Viertel sein. Also alle werde ich wohl nicht kriegen. Das definitiv nicht. Aber die, die ich mitnehmen kann, die würde ich gerne mitnehmen. Ja, wie gesagt, das mit dem Turm. Ja, ist jetzt halt so, ne? Lässt sich nicht ändern. So, die beiden Geister werden auch noch leer gesaugt. Kein Secret, also raus. Gut. Okay, dann würde ich sagen, das Haus nehmen wir noch mit. Oder die Taverne, sollte ich eher sagen, wenn ich das Schild richtig sehe. Natürlich werden wir gleich wieder angegriffen. Das ist nicht sehr nett. Da liegt sogar einer im Bett. Gleich nicht mehr. Ja, das dachte ich mir, das Fass ist offen. Ja, gut, alles klar. Dann werden wir jetzt zur Gruft oder zum Mausoleum von Kain zurückkehren, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Dort werde ich dann abspeichern. Wir gucken dann noch zum Schluss an, wie unser Status aussieht. Also, wie viele Secrets wir aufgedeckt haben. Und in der nächsten Aufnahmesession fangen wir dann wieder bei dem Dorf an. Und dann gehen wir mal in Richtung Dark Eden. Mal sehen, was da der Fall ist. Ja, also das mit Malek finde ich auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig. Also wir haben ja jetzt zwar Vorador getroffen, aber so die erwartete Hilfe, also wir haben einen Ring bekommen, der ihn beschwören soll, aber ja, so viel schlauer als vorher sind wir jetzt auch nicht wirklich. Was ist denn hier eigentlich noch? Gar nichts. Die Obelisken hier, die lassen sich auch leider nicht zerstören. Da hätte ich nämlich auch gedacht, dass sie sich platt machen lassen. Nein, lassen sie nicht. Dass sie die beiden Gefangenen. Da haben wir noch das Skelett, das hier rumwandert. Hier war der Speicherpunkt, ne? Genau, hier ist der Speicherpunkt. Speichern wir hier ab. Und dann ist auch gleich Schluss für heute. Einmal überspeichern, bitte. Überschreiben. Gut, also ich denke mal, 25 Secrets haben wir vielleicht. Mehr oder weniger, würde ich fast sagen. Aber ihr seht es ja, wenn ich mal bedenke, wie wir angefangen haben. Also wir haben wirklich schon einiges geschafft. Wir haben eine neue, coole Rüstung. Wir haben eine geile, neue Waffe.
Wir haben einige neue Zauber freigeschaltet. Also wir kommen wirklich gut voran, muss ich sagen. Oh, hoppla, das war falsch. Oh, ich bin erstaunt, wie lange es dauert, bis wir den zweiten Boss erledigt haben, ehrlich gesagt. Darüber bin ich so ein bisschen erstaunt, weil ich hätte gedacht, es würde schneller gehen, aber nee. Das dauert doch alles ein bisschen länger. Wir haben 26 Secrets von 100. Immerhin. Sind doch schon mal ein paar dazugekommen. Was ist denn Mutilations? Keine Ahnung. Meals 530. Slayings 1099. Alter. Ja, wir haben gut geschlachtet, würde ich mal sagen. Jetzt schon. So, ein Dark Diary, das war, glaube ich, nochmal die ganzen Sequenzen. Dass man die, glaube ich, nochmal irgendwie... Warum das im ersten Moment rumbackt, werde ich sowieso meinen Zeitlebtag nicht verstehen. Genau, das waren die Säulen. Das war der Seher. Das ist Vorador. Ja, wie auch immer. Der Vampir auf jeden Fall, der den Kreis da geschlachtet hat. Gut. Liebe Freunde der Sonne oder des Mondes, je nachdem. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Auch wenn es heute nicht ganz so storylastig war wie vorher. Aber dafür wird es beim nächsten Mal wieder umso intensiver. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Was auch immer, wann ihr mir es gucken werdet. Und sage dann einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald. Bis bald. Und tschüss. Und vor allem bleibt mir gewogen. Bleibt oder werdet gesund. Und bis dato. Tschüss, Freunde.